Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Heute zocken wir Incania Raid und das ist ein Mix aus Puzzle, Action und Konzentration. Ja, wir sind in einer wirklich abstrakten, futuristischen Welt und müssen versteckte Würfel finden, die müssen wir mit Pfeil und Bogen abschießen. Manchmal kommen auch Gegner, aber die Hauptsache ist wirklich das Puzzeln, also dass wir verschiedene kleine Puzzle lösen. Dann kriegen wir eine Belohnung, zum Beispiel einen Schlüssel und können dann einen Raum öffnen. Super toll gemacht, kann ich euch jetzt schon versprechen. Bei mir gibt es alles zum Thema VR und AR. Danke an meine Sponsoren, Woodgus VR, Opermann Events, Peter Wasmeier, Virtual Escape und Adams Group. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. So Leute, willkommen im Spiel. Ich habe schon ein bisschen gezockt auf meinem englischen Kanal, wie immer. Und ja, es ist ein ganz verrücktes Spiel. Also wir können hier so rumteleportieren. Eigentlich, ja genau. Mit so einem Strahl hier auf diese Plattform. Und da müssen wir Rätsel lösen. Zum Beispiel hier musste ich diese Zahnräder einfangen. Ja, teleportieren wir mal hier hin. Und wir müssen diese Cubes hier einsammeln, diese Würfel. Und dafür haben wir so einen Pfeil. Zack. So. Ja, und hier haben wir irgendwie eine Anzeige von Lebensenergie. Ich weiß aber noch gar nicht, also da habe ich jetzt noch nichts mitgemacht. Und hier haben wir 17 Würfel. Und da sehe ich auch gerade schon, fliegt noch einer rum wieder. Ich sehe gerade zum ersten Mal, dass wir hier auch drei Pfeile, das hat mir auch keiner erklärt. Umso besser. Krass. Guck mal, also es ist wirklich total verrückt, dieses Spiel. Das sieht so krass aus. Also das ist so abstrakt und unrealistisch hier alles. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Das ist ja schon wieder genau das Richtige für mich. Das sieht aus wie so ein Hub hier, wo wir in verschiedene Welten gehen können. Auf jeden Fall, da brauchen wir überall anscheinend diese Cubes für. Hier brauchen wir 20. Was ist das denn da schon wieder? Wir gehen mal hier hin. Hier brauchen wir... Ah, guck mal, hier ist sogar noch einer. Den können wir direkt auch mitnehmen. Da oben ist auch noch einer. Gar nicht so. So. Was ist das? I'm a living arrow. For each Gurky put into place, I'll kiss you with bullets. Ah, super. Hier sollen wir diese Dinger wieder reinräumen. Ah, guck, da auch wieder. Drei. Immer schön aufpassen. Hier müssen wir auch wieder Zahnräder einräumen. Ah, ich denke mal genau. Jetzt müssen wir insgesamt die 6 Dinger da finden und dann haben wir vielleicht das Spiel geschafft, keine Ahnung. Hier brauchen wir 120 Triple Firewall, ist klar. Achso, das sind Save-Punkte. Drücken wir drauf, ne, und dann speichert er das Spiel. Ja, jetzt ist aber leider so, dass wir nirgendwo rein können. Pff. Ah, guck mal da. Ha, jetzt müssten wir aber 35 haben. Scheiße, da fehlen noch ein paar. Da fehlen uns jetzt noch 4, um da reinzukommen. Müssen wir mal gucken, ob wir noch irgendwas finden. Nee, da können wir nicht rein. Da ist ja noch einer. So. Vielleicht, es kann natürlich auch sein, dass wir hier irgendwo... Da, guck mal! So, jetzt haben wir aber genug. Jetzt haben wir genug. Zack. Kriegen wir die wieder abgezogen, oder wie geht das? Nö. Ach du Scheiße, Leute. Da war doch noch einer. Scheiße. So. Gott. Da sind auch noch welche.
Also es geht jetzt hier nicht nur Cubes einsammeln, sondern, wie ihr seht, auch um Rätsel. So, das heißt, der gelbe und der blaue, wenn wir den roten jetzt aufmachen, fällt das da runter. So, ja, und jetzt den roten. Nein! Den roten und den blauen. Den blauen und den roten. Und jetzt den gelben. Nein! Drecksack. Ach du Scheiße, das ist schon wieder genau das Richtige für mich hier. Tss. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Also, das geht so natürlich nicht. Dann den roten und den gelben. Nee, auch nicht. Junge! Huh! Na, der auf jeden Fall hier. Weil wir können ja hier mal gucken. Nee, das geht nicht. Den halte ich gedrückt. Und jetzt lasse ich den los. Hä, was zum Geier? Also, Puzzle, ne? Der Voodoo und Puzzle, das ist immer... Da seid ihr immer an der richtigen Stelle, wenn ihr jemanden sehen wollt, der sich komplett zum Affen macht. Hä? Moment, wenn ich den drücke... Genau... Und jetzt, welchen lasse ich los? Den roten. Ah! Sorry! Hä? Was ist das denn? Logbook accept 5, year 4, day 1. Blubbert der noch ein bisschen. The third time's a charm, as they say. My new AI is up and running and more powerful than my two previous attempts led me to hope. Code name, Big Sister, is now officially to be known as Sense, my sweet system for embodied neural symbiosis. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Also, klar, ich bin natürlich so blöd dafür, aber irgendwie geht's auch nicht. Ist das eine Scheiße, echt. So, wenn ich den... Ah, also das spult man noch ein paar Stündchen vor. Jetzt! Dreckskack, ey. So. Ach, guck mal, wir haben jetzt schon einen. Wie... Die Frage ist ja, wie kann ich den jetzt... Access Room. Also ich glaube, hier müssen wir noch irgendwelche Schlüssel... Auf jeden Fall können wir hier jetzt schon mal eins von den Dingern reintun. Genau, einer ist offen. Cool, oder? Und hier müsst ihr jetzt halt überall... Das ist quasi wie so ein bisschen wie so eine offene Welt, wo man überall Rätsel finden und dann auch lösen muss. Eigentlich ist das ganz cool, ne? Abgesehen davon, dass ich viel zu dämlich für Rätsel bin. Oh nein, tu es mir nicht an. Nein, 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 nein. Oh... Ah, krass. Moment mal kurz. Nein, wir müssen uns... Tu mir das nicht an.
Wir müssen uns jetzt nicht ernsthaft merken. Doch, müssen wir. Oh nein, bitte nicht. Bitte tu mir das nicht an. Oh nein. Okay. Also. Rot und Blau. Rot und Blau. Guck mal, ob das überhaupt so funktioniert. Ja, cool. Ich glaube, so war das. Oder genau umgekehrt. Man könnte einfach durch Zufall irgendwas reinmachen, ne? Ja, natürlich war es genau umgekehrt. Leck mich doch. Spack. Okay, dann so. Zum Glück bleiben die wenigstens da. So, dann haben wir jetzt noch die drei. Rot, 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 blau. Scheiße. Scheiße, welcher war das? Der? Ach, egal, probieren wir einfach aus. Entweder war es der oder der. War richtig, glaube ich, ne? Nee. So, dann noch da unten, ne? Okay, der hier muss noch rot. So, jetzt aber. Ha! Und jetzt? Hallo? Wofür habe ich das jetzt gemacht? Ah! Super! Erstmal mal gucken, ob hier noch irgendein Puzzle-Cube ist oder irgendwas. Ich glaube nicht. Die sind sehr, sehr gut versteckt. Ich glaube, hier war keiner mehr. Genau. Dann haben wir jetzt schon den zweiten. Wir tun den mal hier rein. Cool. Richtig geil gemacht. Was sagt der? Logbook Excerpt 6. Year 4, day 251. After a month of testing, the training temple is ready. Since I set up all the exercise rooms under the watchful eye of Agent Ace. She has had to manually close some of the zones that proved to be too dangerous. The first explorers are reporting for training tomorrow. At last. 54 von 60. Ah, da ist noch einer. Oh Mann. So. Also eigentlich ist es cool gemacht, ne? Doch, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine feine Sache. Das funktioniert vor allem auch gut, ne? Haben wir jetzt 6 und 5. Was ist das denn? I'm an entrance error. My bodyguard keeps out. Hm? Oh oh. Puh. Was ist das? Ah, das ist... Da ist die Plattform mit dem Ding drin. Das brauchen wir. Ach, guck mal, hier ist sogar dieses Room-Access-Ding. Cool. Kann ich das kurz da hinlegen? Ich hoffe.
Ja, aber wie kriegen wir den denn da runter? Ach krass, hier kann man alles. Hä? Ah. Manchmal. Es gibt ein Schlüsselloch irgendwo, das muss man allerdings auch erst finden. Seht ihr das zufällig hier? Ah, guck mal. Da ist noch ein Kollege. Jetzt haben wir aber hier drei Sachen. Also ich glaube, wir sollten. Schade, dass es hier kein Inventar gibt. Zumindest sehe ich keins. Wo ist. So, dann nehmen wir mal diesen Room-Key. Scheiße, wo war das nochmal? Wo war das nochmal, Leute? Mit dem Room-Key. Hier, oder? Ja. Ah. Hier haben wir so einen Schlüssel jetzt. Der gelbe Raum. Das ist ja dann der da, oder was? Ah! Das ist ja schon. Genau, und jetzt könnten wir dann in den Raum. Das ist geil. Also wirklich ein tolles Spiel. Muss man doch schon sagen. Ich habe allerdings immer noch nicht kapiert, wie wir an das Ding da oben dran kommen. Erstmal tue ich den Schlüssel kurz hier rein. Jetzt müsste das hier aufgehen. Genau. Wie viel brauchen wir dafür? Wow. Ach du Scheiße. Hey, was war das? Da ist noch eins. Gott, da ist noch ein Cube. Ah, hier können wir unsere Energie aufladen. Hier sind noch mehr. Basic. Ah, okay, genau. Das verbindet sich anscheinend alles mit dem zentralen Raum hier. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch eins. Und dann müssen wir das halt so weitermachen. Also ich finde es geil. Muss ich ganz ehrlich sagen, das macht richtig Spaß. Ist auch so ein bisschen, ne, so ein bisschen kämpfen hier mit Pfeil und Bogen so. Und ein bisschen Rätsel lösen, ein bisschen genau gucken, ne, wo du die Cubes findest. Ist geil. Also top. Gefällt mir super. Wir gehen mal zurück ins Studio und dann reden wir mal darüber. Incana Raid. Ja. Kann man einfach nur einen Daumen nach oben geben. Ne? Es ist eine super Mischung aus allem. Und also ich mag ja auch Pfeil- und Bogenspiele, das gefällt mir in VR. Dann Sachen suchen gefällt mir auch. Ist chillig. Also überall mal so gucken, oh ja, da ist ein Cube, mal abschießen. Und dann noch die Rätsel dazu. Und dann noch so ein bisschen, das hat ja so eine offene Welt, ne? Dass du halt wirklich gucken kannst, oh, hier ist mein Puzzle, da machst du mal was, dann gehst du dann wieder zurück. Ist also super, wirklich toll gemacht. Absolut Daumen nach oben und 20 € kostet, das ist natürlich eine Ansage, ne? Aber dafür ist es halt auch polished, ne? Also sehr, sehr gut. Wir können es mit allen VR-Brillen zocken, natürlich auch mit der Oculus Quest und Quest 2 via Oculus Link. Ja, so sieht's aus. Also Leute, ich hoffe, ihr gebt mir einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Voodoo.de.